Hashtag, wir sind mehr. Auch wenn ich heute stimmlich nicht so drauf bin wie sonst, ich bin es doch etwas erkältet und naja, die Stimme ist ein bisschen dünner als sonst. Trotzdem, diese Stimme, die ich habe, die erhebe ich gegen rechts. Was war das gestern für ein geiles Konzert in Chemnitz? Es kamen anstatt der vermuteten 20.000, die man auch zu Anfang erwartet hatte, es kamen 65.000. Dazu noch diverse Tausende an den Radios und auch im Livestream auf YouTube. Ich habe das Konzert gestern auch im Livestream gesehen und ich muss sagen, es war schon wirklich richtig geil. Es war ein geiles Zeichen gegen die rechte Scheiße, die alleine schon von der Rassistenbande der AfD immer wieder hochstilisiert wird. Und ich muss überhaupt sagen, die AfD hat den Mord an Daniel H. für ihre Zwecke genutzt, hat den Mord instrumentalisiert und hetzt gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer generell. Und ich muss sagen, diese AfD gehört nicht nur beobachtet, gut, Beobachtung ist schon mal ein guter Schritt, aber die AfD gehört verboten. Genauso wie ansonsten auch sämtliche rechtsradikalen Gruppen verboten gehören. Das Konzert gestern war ein Zeichen, ein gutes Zeichen, ein geiles Zeichen gegen die Rechten, den rechten Druck. Aber es darf dabei nicht bleiben, sondern man muss wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, die Stimme erheben. Man muss wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, man muss dabei sein, wenn es heißt, aufstehen gegen rechts, aufstehen gegen Homophobie. Da muss man wirklich die Stimme für erheben. In Bremen ist es, glaube ich, am kommenden Sonntag wieder soweit, ab 14 Uhr, Pulse of Europe, da werde ich wohl mit dabei sein. Also, Leute, steht auf gegen die rechte Scheiße. Es war gestern ein geiler Abend in Chemnitz. Hat richtig Spaß gemacht. Dabei darf es nicht bleiben. Es reicht einfach nicht, wenn man irgendwie so ein Fuck-Nazis-T-Shirt sich angezogen hat und sich dann in die Wohlfühl-Oase begibt. Sondern steht weiter auf und macht Druck gegen die rechte Scheiße. Es war natürlich so gewesen, es gab gestern auch Twitter von den Vollidioten der AfD, von den vollidiotischen Rassisten der AfD. Ja, Laila Bilge wollte angeblich aufrufen, das Konzert zu verhindern. Ja, nicht gelungen, zum Glück nicht gelungen. Zum Glück nicht. Und dann natürlich hier alles Rassistenweidel und Beatrix von Deckenstorch kam ebenfalls noch an und fing an gegen die all jene, die gegen rechts aufstehen, die gegen rechte Scheiße ein Zeichen setzen, haben wieder gegen gepöbelt. Die sollen ja alle Merkels Untertanen. Ich kann ja sagen, der Hass von denen ist der Sieg der vernünftig Denkenden, die sich von einem solchen Mob nicht einfangen lassen. Gut fand ich übrigens auch, dass zu Anfang des Konzertes eine Schweigeminute für den ermordeten Daniel H. eingelegt wurde und es wurde auch für ihn gesammelt. Also es ist wirklich nicht so gewesen, dass an ihn nicht gedacht wurde. Und im Übrigen, es gibt auch eine Meldung bei MSN von der Familie, von seiner Familie, dass Daniel es niemals gewollt hätte, dass die Rassistenbande der AfD den Mord an ihm so instrumentalisieren würde. So, das war es auch jetzt wieder von mir. Wie schon gesagt, es war ein geiler Abend gestern, es war ein geiles Zeichen gegen rechts, aber es darf dabei nicht bleiben. Die Stimme muss
weiter erhoben werden. So, und das hoffe ich sehr, dass meine Stimme bald wieder voll und ganz da ist. Also, ich stelle, seht zu, und nicht vergessen, Hashtag, wir sind mehr.